Also erst einmal ein frohes Neues an alle, die das jetzt gerade sehen. Und wir schauen uns jetzt direkt mal an, was es hier im ersten Shop in 2023 gibt. Und ich würde sagen, da gehen wir direkt einmal drauf. Ich denke mal, es wird wohl irgendwas passend zu Silvester geben. Okay, hier sehen wir die ganzen Lackierungssachen am Start. Auch die einzelnen Lackierungen. Und was haben wir da drunter? Immer noch Lackierungen. Und hier Krachmacher. Okay, also hier so ein Silvester-Mode. Ich glaube, zu den Lackierungssachen muss man gar nicht viel zu sagen. Hier gibt es halt diese ganzen Skins, die man sich anpassen kann, je nachdem, was für eine Lackierung man drin hat. Da gab es ja, ich glaube, 5 weibliche und 5 männliche. Irgendwie so. Ja, die sind eigentlich ganz okay. Ist halt cool, dass man hier seine eigene Lackierung wählen kann. Aber ehrlich gesagt, nichts Besonderes. Die Sachen sind auch nur einen Monat her. Und ja, dafür gibt es jetzt unten hier einen Silvester-Mode, und zwar Krachmacher. Okay, für 200 kann man sich das holen. Und dann sieht man schon, geht's hier ordentlich ab. Also, man feiert hier so ein bisschen Silvester. Passt natürlich auch sehr gut. Und das Mode ist jetzt ein Jahr her. Und somit war das schon ganz selten. Ja, und ich hoffe, ihr habt auch alle schön gefeiert. Denn jetzt sind wir hier alle im neuen Jahr. Okay, und wir machen direkt weiter. Ewiger Konfliktpaket ist 2 Monate her. Auch nochmal am Start. Ehrlich gesagt, jetzt nichts Besonderes. Und dann kommen wir zu den weiteren vorgestellten Sachen. Mech-Anführer-Paket. Muss man, denke ich mal, auch nicht viel zu sagen. Ist halt auch ein Paket, was jeden Monat einmal hier ist. Und die täglichen Sachen. Spare Ranger, 103 Tage her. Die Bucky ist 50 Tage her. Dann gibt es noch Hexwelle als Lackierung nach 502 Tagen. Okay, also das ist schon krass selten. Und dann gibt es noch Lama Kadabra nach knapp einem Monat circa. Auch sehr, sehr aufgedreht, das Emote. Also ja, der spawnt ja einfach so ein paar Lamas. Ganz nice gewesen. Und dann gibt es noch Pump Up the Jam. Mit der coolen Musik, auch knapp einen Monat her. Ansonsten noch Einklang, 181 Tage her. Und im Grunde war es das auch schon. Ich glaube, hier drunter ja, sind noch die ganzen Dragon Ball Sachen am Start. Also nichts Besonderes. Und hier ist alles gleich geblieben. Okay, und demnach war es das hier mit dem ersten Shop im neuen Jahr. Wie gesagt, mal frohes Neues an alle, und das war's auch schon.